innerhalb der Werftbahnstraße 8 in der Kult-Venue. Und ja, die Werftbahnstraße 8 wird dann erst ein Jahr später abgerissen, so wie es eigentlich der Plan war. Ein Jahr später zum Glück. Weil es ist einfach eine sehr coole Venue. Es wäre echt schade, hier soll mal irgendwann ein Hotel hin. Aber dafür ist doch irgendwann nochmal Zeit. Also in Kiel, come on. Venues, wir brauchen Venues. Wie wir schon gesehen haben in dem Set von Splashmage gegen SDN, versucht das mit den Side B Ladders. Sehr schöne Kombos von Splashmage. Im Moment hält Cruel ganz gut mit. Kult Captain Falcon, Side Brawl, immer mal wieder dabei. Auch wenn er so aktiv nicht mehr spielt, immer noch im Turnier. Was ich sehr, sehr cool finde. Immer noch einer der stylischsten CFs. Defensiv vielleicht nicht mehr der stärkste, aber offensiv immer noch Superpowers. Superpowers. Das ist immer noch Pool Nummer 1. Das erste Game haben wir eben gerade gesehen. Oh, kriege ich einen neuen Kommentator? Let's go! Wir kriegen hier den letzten Gewinner von NEZ. Yeah. Spaghetti. Let's go. Yeah. Das kann ich ein bisschen näher ranmachen. Ah, yeah. Ah, yeah. Hier steht das Und das ist der zweite. Das ist der zweite Stock. Dara eben. Ja, gute Frage. Nennen wir ihn einfach Robin. Dara eben. Dara eben. Da rein! Also. Weiß ich. Wird als CF, glaube ich, richtig kleben. Ja, das glaube ich. Glaub eigentlich auch. Gar nicht zulassen müsste, da sein Elektro und Bücher und. Keine Ahnung. Bücher auf dich wirft, ja, und so. Ein heftiger Zauberstab. Aber. Das Matchup musst du einfach können als CF, weil sonst bist du, ja, wie man gerade sieht. Vielleicht holt er noch den Ehrenstock. Ah, vielleicht. So. No! Wir sehen den 3-Stock hier von Splashmage. Am Anfang sah es gut aus für Cruel. Also ich glaube, die meisten Prozente, also über die Hälfte der Prozente, ungefähr 80 oder 70 oder so, hat er in den ersten, was, 10 Sekunden vom Match gemacht. Oh, okay. Und dann kam einfach, ja, dann kam Splashmage. Ja, ich glaube aber an Cruels Stelle würde ich jetzt auch bei CF bleiben. Weil er hat noch einen guten Rob. Und Snake hat er auch, aber mit Snake, oh, das ist. Da wird so ultra hart gecampt von beiden Seiten aus. Und er bleibt bei CF, ja. Ja, ist schlauer, ist besser. Doch, ja, doch. Eigentlich einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, gucken, so, was habe ich falsch gemacht oder wo wurde ich zerstört, warum habe ich in den 10 Sekunden, den ersten 10 Sekunden des Matches mehr Damage gemacht als in dem Rest des Sets. Jo. Guck mal, also, das sieht jetzt schon mal gut aus. Ja, nochmal eine Up-Air. Jetzt erstmal chillen. Ja, oh. Das war so. Er wollte direkt Down-Air. Ist cool, ne? Ist cool, ey. Ist cool. Aber man muss auch sagen, es hat auch fast geklappt. Ne? Ja. Da waren wirklich ein paar Pixel nur, aber er hier direkt aggressiv. Ja, so, bei ihm hat es natürlich geklappt, ne? Ja, ja. Und darauf kommt es im Endeffekt an, ne? Pixel entscheiden, ob es trifft oder nicht. Ja. Du musst halt. Das tut so weh als CF, irgendwas zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Da denkst du nicht. Als Splash-Mage spielt das natürlich auch echt top, muss man auch sagen. Er zerstört auch einfach die Landings von Cruel. Ich glaube, das ist auch mega wichtig. Die Dashes und die Landings einfach von CF. Ja, du siehst ja, Cruel, er chillt überhaupt gar nicht. Nee. Also, er läuft die ganze Zeit rein. Er läuft die ganze Zeit rein. Ja. Also sowas so, weißt du? Ja, du meintest ja schon, er soll an ihm kleben. Aber so das, ja. Microspacing macht's halt, ne? Der muss hier schon ein bisschen auch outrangen, weiß ich, mit einer Nähe outspacen. Ja, er hat halt nicht die beste Range oder irgendwie Disjoints oder sowas, so großartig. Aber dafür hat er halt den Speed, deswegen, oh mein Gott, er versucht aber auch richtig böse. Das war cool, das wäre richtig cool. Das wäre richtig cool. Wäre nach rechts geflogen. Mit einem Footstool. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Das war ein kurzes Set. Oh, tschüss. Super Aggression. Oh, hier bin ich, hallo. Nee. Dann war ich die ganze Zeit hier.
Ja, der möchte nicht. Hallo. Ach so, du hast... Nee.